Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade am Mittwochmorgen zusammen mit dem Philipp. Hallo. Moin Moin. Ja, ihr seht schon, wir haben ein bisschen weitergearbeitet, den einen oder anderen Tag vorgespult und die Silos sind reif. Einmal haben wir eine Förderbandkette aufgebaut, deswegen haben wir auch ein bisschen weniger Geld. Er ist natürlich schon am Verladen und ich werde mir jetzt meinen Fan schnappen und die zwei Reiskippe, die wo jetzt ja noch drin stehen, auch beladen. Ah, ich hänge. Dann muss ich mir jetzt der hauptsächliche Grund, warum wir weniger Geld haben, ist ja hier. Allgemein stimmt. Hier und dann drüben noch. Wir haben ein bisschen aufgerüstet. Die Mähwerke sind weg, da haben wir jetzt zwei wunderschöne Klaas-Mähwerke, Schmetterling natürlich und einen Bandschwader. Kuhn und dann noch einen Klaas-Traktor, 200 PS. Naja, und einen Ballenwickler. Ja, ja, wir haben schon ein bisschen weitergearbeitet. Oh, die wunderschöne RGB-Beleuchtung hier am Boden. Herrlich, herrlich. Gib nicht so an. Ja, das sieht aber geil aus. Ich hab, was wird's jetzt eigentlich dann bei euch am Hof für ein Feld? Geöffnet, ne? Ja, was wird's eigentlich dann bei euch am Hof für ein Feld? Ich ist doch... Doch wieder nicht. Doch nicht? Ja. Bleibt der Johnny doch? Ich muss mal schauen. Okay. Da steht Förderband, Alter. Oh. So, der ist vorne ein bisschen leicht. So, die hinteren passen jetzt schon mal ein bisschen her. Wenn du willst, kannst du auch den anderen. So. Wenn du willst, kannst du auch den kleinen Klaas nehmen. Da musst du nicht immer umhängen. Ist, glaube ich, schlauer, Flo. Wie meinst du umhängen? Damit du nicht immer die Anhänger anhängen musst. Ich muss ja einmal hinstellen und dann aufladen halt. Ja, aber du kannst auch den kleinen Klaas nehmen. Egal. Ich werde einmal zum Händler und hole meine Schaufel ab. Egal. So. Du weißt jetzt nicht genau, wie ich es gemeint habe, oder? Ja, du meinst zum Rummanövrieren für die Hänger. Nein! Du nimmst den. Lass den Fendt an die Hänger dran und nimmst den kleinen Klaas, den Arion 400er, zum Beladen. Nee, nee. Wenn ich schon mal Fendt habe, dann will ich auch benutzen. Auto und das mit Flopper, schön. So, ich müsste eigentlich noch hier im Händler rumstehen. Ah, da ist er. So, zack. Ah, hier steht auch noch ein Dreieck. Passt. Bisschen senken. So. Auto kommt keins. Okay, es ist eins gekommen, aber von der anderen Seite. So. Wäre dann voll, du könntest auch dann. Als ob der jetzt schon voll ist, der Anhänger. Ja. Ja, moin. Ich würde, wenn das dann ja nonstop gelaufen und ich dann noch nebenzu. Alter, ich muss die Lüfter okay. Runterlassen. Das wird nichts. Oh, ja, eigene Kameraansicht. Wo geht denn das? Gewicht. Brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht. Alle Liftachse senken mit X. Die kannst du per Knopfdruck senken, geil. Boah, wer hat denn hier zu viel gemacht, ey? Oh nee, Alter, noch ein bisschen. Okay, so dass die Lasche. Egal. Oh, ein bisschen zu weit runter gelassen. Jetzt kannst du dann einfach irgendwo im Eck kippen, schnell. Ja, ich habe irgendwie schon Silage drin, obwohl ich eigentlich. Aber egal. Sind ein bisschen raus. So. Eigentlich haben wir voll schlau geregelt mit der BGA, oder? Ja. Verdammt, falsch gefahren. Also erstmal sagen, ja, eigentlich haben wir Vorschlag geregelt, verdammt falsch gefahren. Ja. Perfekt. Beste. Ich glaube,
Es ist tatsächlich ein bisschen sinnvoller, wenn ich ans andere Ende vom Silo gehe. Weil hier hinten, oder hier vorne ist eigentlich, habe ich tatsächlich ein bisschen wenig Platz. So, ein bisschen raus, so. Ich muss euch mal wieder richtig reinkommen hier in das Steuern vom Joystick. Ah, oh Gott. Wir müssen vielleicht mit deinem Betrag tanken. Ja. Ich kenne aber diese Reserve von dem. Das geht schon. Wir müssen schaufeln. Hm? Wir müssen dann schaufeln. Also so können wir da gar nicht reinladen, oder? Hm. Ich kipp den einfach mal auf eine Fläche hier irgendwo. Haben wir ja genug. Ja, ich glaube, dann wäre es tatsächlich am besten, wenn ich zum BGA hochfahre und einfach mal reinhaue. Wir können auch einfach so einen Dinos-Radlader kaufen von Klaas. Alter. Ich lade jetzt einfach mal wo ab, okay? Ja. Also jetzt nicht direkt im Silo, weil können wir ja irgendwann noch mal gebrauchen. Ich fahr dann einfach mal hoch und schaufel das Zeug rein. Oh, der ist ein Kipper. Ja. Betrag hat schon zu kämpfen, ein bisschen. So, ich fahr jetzt einmal hier. So, jetzt machen wir dazu da vorne. Ich fahre jetzt zwei jetzt einmal ein bisschen nach der Seite. Weil die stehen ja komplett im Weg. Oh. Das tut dem Reifen natürlich nicht so gut. Aber ich komme da anders nicht ran. Oh Gott. Eieieiei. So, jetzt mal auf die hintere Seite beim Silo fahren. Ah, ja, warte, ich fahre nochmal an der Stelle nicht drehe vor, dann haben wir genügend Platz. Dann fahre ich hier schön spannend hin. So. Dann haben wir mal den vorderen dann beladen. Uiuiui. Ah, das ist 6 gut, okay. Passt. Muss ja nicht alles sauber weg sein dann, aber einfach der gewischte Teil. Das wäre nämlich nicht schlecht. Also ich müsste eigentlich so abgeladen haben, damit es für dich auch freundlich ist. Okay. Oder wie, ich habe nämlich noch eine Idee. Entweder wir kaufen oder mieten uns einfach noch ein Förderband und stellen es da oben hin. Ich glaub, das wir können aber auch einfach Lösung. Wir können aber auch einfach das hier nehmen. Oder das, dann haben wir halt hier unten keins mehr. Ist doch egal, ich kann ja schaufeln. Ja, stimmt auch wieder. 3000 Liter geht das. Sind halt doch auch 1,5 Tonnen. Was ich hier befördere. Ja. Anfangs hatte ich gedacht, ich brauche ein Gewicht, aber es geht eigentlich auch ganz gut ohne.
der Teleskoplader bräuchte vielleicht ein bisschen mehr Gewicht. Eigengewicht. Okay, ich bin voll. Ja. Sieht so ziemlich danach aus. Ich sehe schon die Dollarzahlen reinkommen. Ja. Die Frage ist halt bei dem Silo, ob wir sofort das Geld ausbezahlt kriegen oder erst später, weil bei der Stabenbau ist es. Meinst du bei der BGA? Ja. Nee. Das ist immer normalerweise standardmäßig abends oder nachts. Ja, oder 12 Uhr, glaube ich, in der Nacht. Mhm. Auf der Stabenbau kriegen wir es auch erst um die Zeit ausgezahlt. Hoffe ich mal. Warum hoffe ich mal? Ja, dass die BGA funktioniert, aber ich glaube schon. Nachdem die Silos nicht irgendwie mit Mais Plus nicht so richtig funktioniert haben. Ja, stimmt, da war ja was. Bin ja auch fleißig der Zuschauer von der Stappenbach. Ja. Bin ich dem Ganzen ein bisschen skeptisch. Joystick wäre das definitiv angenehmer. Ja, da kann ich dir alle Seitenkonsolen empfehlen. Bekommst du jetzt eigentlich schon Obolusse dafür, wenn du denen ihren Namen sagst in den Werbungen? Nee. Oder eher gesagt Folgen. Beim vorderen Anhänger, glaube ich, fehlt auch nicht mehr allzu viel und ist der auch voll. Meiner schon das zweite Mal voll, ja moin. Dass er auch mal die Förderbänder versetzt. Weil ich sehe schon, wir sind hier, glaube ich, relativ lange dran. Das kommt, wenn beide Silos hier leer haben. Naja, bei dem Förderband geht's. Ja, dann mal auch dran denken, entweder dass wir hier ein bisschen Silage überlassen oder dann mit der Silageballen machen, weil unsere Kühe brauchen noch Mischration, weil die haben jetzt ein bisschen was drin, glaube ich. 20.000 Liter oder sowas, aber das reicht ihnen natürlich nicht. So, ja, ich glaube, eine Schaufel wird noch reingehen und dann ist es voll. Können wir gleich zusammenfahren? Jo. Weil ich bin jetzt auch voll. Schaufel. Ja. Ging nicht mehr ganz drin. Haben wir auch schon gedacht. Hast du dann Fahrhaus? Ja, gell, würde ich schon sagen. Können wir schon machen. So, zeig das zu. Aber das lassen wir noch ein bisschen um, weil hier vorne jetzt zu eng. Boah, der Teleskoplader kann aber ganz schön weit ausfahren, Alter. Ja. Siehst du die Schaufel? Ja, ich sehe sie. Also die ist nicht gerade wenig oben. So, Plane drauf. Gesagt haben, also. Fast ausgekippt. Egal. Okay, ging. Alles gut. Ich hab Blinker drin. Ich bin da. Vorne in der Schaufel noch was drin. Hm? Und dann noch vorne was in der Schaufel drin. Natürlich muss ja alles ausnutzen. Ich? Ja. Ne, ich hab vorne nichts mehr drin.
Nicht? Okay, ja, das leer. Kommt das falsche Richtung. Wenn wir unten rum, okay. Ja. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich dich vorfahren lassen würde, weil ich weiß den Weg tatsächlich nämlich noch nicht. Also ich mach die Karte. Ja, warte, ich überhole dich dann gleich. Ich muss Allrad einschalten, weil sonst komme ich dir nicht hinterher. Oh, das ist ein Auto, du musst weiterfahren. Nehmen wir mal ein bisschen, blockieren wir mal die Straße hier. Warnblinker reingehauen. Ist der Weg nicht so kompliziert, man muss da vorne halt dann gleich wieder rein. Oh, bei der schmalen Einfahrt. Geht ja eigentlich. Warum? Gut ausholen. Oh, ja. Hat nicht ganz so gesund ausgeschaut. Mit dem. Bei mir gerade? Ja, mit dem Reifen und dem Bordstein, also. Aber das ist normal, dass man auf dem Bordstein fährt. Nein, weißt du, weil er nicht auf dem Bordstein draufgefahren ist, sondern weil er Reifen vom Bordstein weggeschoben hat. Egal. Egal. Der kämpft richtig, ne? Wie viel Liter hast du drin? Also, ziehen muss er. Knapp 33 Tonnen. Das war ungewollt, sorry. Ich hab nur so Bäumchen in unsere Dinger rein. Ah, hier ist natürlich unsere BGA. Da vorne ist auch schon was. Oh, Kamera ansieht. Ja. Bin hier jetzt so. Oh Gott. So weit weg, ich würde das halt sehr ein bisschen näher hier abladen. Hier vorne. Nee, stört's bloß, Alter. Ich komme hier nicht hoch. Nein, ich will's nicht so nah hin. Was hast du gerade gemacht? Ich komme da nicht mehr hoch. Warte, ich schieb ein bisschen von hinten. Nee, mit Allrad geht's. Okay. Nein, ich würde weißt du, warum ich es hier abladen würde? Hm. Das braucht ja auch mal irgendwann Anglätten hier. Nö, das geht eigentlich voll. Nee, wenn dann will ich, wenn dann macht man das schon alles, dass es in eine Ebene ist. Da sind noch viel zu starke Kugel drin. Geht aber nicht gescheit. Doch, einfach ein Loch graben, dann ein Silo reinplatzieren und dann angleichen und dann haben wir eine perfekte Ebene. Aber dann ist Leber am Silo so hoch. Ich lasse jetzt einfach hier, wo ich jetzt gerade stehe. Nee, mach mit mir im Haufen. Egal. Aber nochmal, wieso ist so weit weg? Na gut, bisschen angleichen musste man schon noch, aber wenn es eben hoch geht, würde es eigentlich passen. Ja, dann wird's gehen. Also weiß man schon, was für eine lange Körperbahnkette das dann wird. Das Sonnenblumenfeld ist auch glaube ich schon reif, so wie es aussieht. Ja, entschuldigt den Philipp, wenn er nebenbei, wenn ein bisschen gemutet ist oder nebenbei noch ein bisschen am Abendessen ist. Ja. Sorry. Ich schau extra, dass ihr nicht so mein Geschmatze hört. Naja, sonst kriegen die Leute auch noch Hunger. Was gibt's denn Feines? Ja, Nudelsalat mit Leone. Verschluck. Jo. Sterb nicht, Alter. Alles gut. Sonst habe ich keinen Aufnahmepartner mehr. Ist nicht so gesund, eine ganze Nudel auf einen Schlag runter zu schlucken. Nee, nicht ganz so vorteilhaft. Oh, ich glaube, war das ein Fehler? Oh, ne, ging. Alles gut. Aber was ich ja so komisch finde, die Förderbänder kann man nicht mehr anhängen. Nicht? Nein! Oder haben wir einfach nur den falschen Traktor? Nein! Okay. Mit eben nicht. Selbst im Singleplayer nicht mehr, komischerweise. Das ist sehr komisch. Ich glaube, so gut dazu passen.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe das tatsächlich auch noch nicht ausprobiert. Aber was ich tatsächlich sogar machen würde, ist den Sinus von Klaas zu kaufen. Für die BGA. Den Sinus? Ja, den kleineren Radlader so. Halt. Mit einer Halle. Mit einer riesen Schaufel, weil der hebt ja echt nicht wenig. Also wenn jetzt der 3,5 Tonnen easy hebt, ist ja der auch easy. Easy 4,5 Tonnen oder so was heben. Ja, können wir gerne mal machen, ausprobieren. Wie es sich denn dann so macht an der BGA. Aber ich will trotzdem noch noch Förderbänder dann trotzdem aufstellen. Oder 5 Tonnen. Und die andere Frage dann auch wiederum ist ja, geht in die BGA unendlich was rein oder ist die nach. Die ist begrenzt. Nach 100.000 oder 50.000 Litern voll. Aber was ich ja so übertrieben finde bei den Radlern ist die PS-Zahl. Wieso? Weil der Motor macht nichts anderes außer Öl antreiben, der treibt nicht mal Getriebe an oder sowas. Der Motor muss bloß seine Ölpumpe antreiben. Ja, wenn die und wenn halt das fahren und schieben. Nein. Das ist ein Ölgetriebe. Das okay. Ist ein Ölgetriebe, Flo. Ich bin jetzt auch tatsächlich auf dem Stand Radlader. Nicht so ganz sicher. Jedes Frontladergerät, also ein pures Frontladergerät, was nur dafür gebaut wurde, hat einen Motor, der wo nur eine Pumpe antreibt, Ölpumpe. Wenn das anständig groß ist, reichen 50 PS, 100 PS. Ja, aber der braucht ja dann auch noch einen separaten Motor für zum Antreiben vom Radlader an sich. Nein! Das Getriebe ist ein Ölgetriebe. Der braucht nicht mehr als wie ein anständige Ölpumpe. Na, ja, schau ich mal nochmal genauer nach dann. Das glaubst du mir jetzt nicht, gell? Na, nicht immer alles. Es hat sich auch schon das eine oder andere als nicht wahr herausgestellt. Da habe ich aber auch dann meistens gesagt, vielleicht. Aber da weiß ich es ganz gewiss, weil wir haben jetzt selber zwei von denen, also ein Lader. Und ein Mini-Rad, Mini-Radlader. Auftrag, Mini-Radlader. Die haben einfach beide eine riesen Ölpumpe. Also was ist riesen Ölpumpe? Eine angemessene Ölpumpe. Und das ist einfach bloß so ein 100er Deutz oder John Deere Motor. Oder irgendwie sowas halt. Okay. In die Richtung. Oh scheiße, die haben ein bisschen gekleckert. Weil in Sachen Radlader kenne ich mich aus. Okay. Ich gucke jetzt nochmal nach. Geht da noch was rein? Ne, okay. Das heißt, der vordere ist voll. Ich habe schon in dem Motor
Hilfe! Was ist passiert? Der Impetra kackt ab. Bist du schon wieder voll? Ja, ich bin schon wieder bei der BGR. Ja, moin. Also, ja, du warst auch das Förderband. Ja, der macht Bock. Also, ich brauche hier. Ich mach's hier ohne und komme auch ganz gut voran. Aber ich schaue halt auch mit, ne? Das ist auch ein großer Vorteil. Ja. Wie viele Liter passen halt bei dir in die Schaufel rein? 3.500. Okay, bei mir also 3.500 oder ja, 3.500. Ja. Wenn wir halt dann den Radlader kaufen, dann können wir ihm die Schaufel mit 8.000 Liter dran machen. Nein, das ist übertrieben für einen Sinus. Weil den ja, großen können wir uns nicht leisten. Aber so 5.000 Liter geht. Muss halt, nur mal gucken. Kurve zu eng genommen. Man muss halt mehr aufpassen, aber sonst da keine, finde ich, sehe ich da kein Problem mit. Weil so 109 PS für den Sinus ziehe ich jetzt selber. 109 PS, das reicht komplett. Vollkommen. Auch für die Großen. Eigentlich, aber gut. Zwei Schaufeln passen da noch rein und da ist der hier auch wieder voll. Dann muss er noch ein bisschen an der Stelle hinfahren. Das ist nicht ganz so angenehm hier. Okay, er ist voll. Okay. Okay, komm, Rest aus. So. So, mit diesen zwei vollen Anhängern würde ich mich dann auch schon vor euch verabschieden, denn wir sind auch für heute schon wieder fertig. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und nicht vergessen von mir. Ja. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge auf der Gemeine Rade. Jetzt kommt sein Spruch. Ihr wisst alle, ein Däumchen wäre ein Träumchen und ist kostenlos. Also ciao, ciao. Jo, haut rein und bis morgen. Ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be